Herzlich willkommen, meine Freunde, zu meinem Fallout 3 Let's Play. Ja, ich habe es schon öfter angekündigt, endlich ist jetzt die Zeit gekommen. Ich freue mich schon riesig darauf. Es ist von Bethesda, von den gleichen Machern wie Oblivion, nur damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr noch nichts von Fallout gehört haben solltet, glaube ich nicht, aber ich freue mich schon sehr auf Fallout 4, nachdem was ich da alles für gesehen habe an Trailern und Teasern und so weiter. Fallout 3 will ich eigentlich schon seit 5 Jahren zocken. Immer und immer wieder wurde es mir vorgeschlagen und es sah immer wieder interessant aus und jetzt, heute ist der Tag gekommen. Wir legen damit los mit meinem gemoddeten Fallout 3 Let's Play. Auch da habe ich wieder gemoddet. Kein Gameplay, sind hauptsächlich Grafikmods und Mods, die das alles ein bisschen stabiler machen. Und wir werden hauptsächlich die Hauptstory machen hier auf dem Kanal, so dass wir einigermaßen bis Fallout 4 durchkommen oder zumindest sehr weit kommen. Im Stream werde ich dann mit dem gleichen Charakter die Nebenquests machen, zum allergrößten Teil. Diese Streams werden auf meinem Stream-Kanal hochgeladen, Games9 Live. Link ist in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch dann, wenn ihr wollt, auch gerne die sonstigen Abenteuer außerhalb der Hauptquest sehr gerne angucken. Wenn ihr Vorschläge habt für irgendwelche anderen lustigen Quests, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Also sobald es dann soweit ist, dann mache ich die vielleicht auch hier für den Hauptkanal. Ich habe schon ein bisschen rumgetestet, nur für Mods. Das Intro kenne ich schon. Ansonsten, ich weiß nicht, wo wir überall hinlaufen können, was wir alles machen können. Das ist alles für mich noch frisch zum Erleben, zum Herausfinden. Freue ich mich schon sehr darauf, mit euch gemeinsam das hier herauszufinden. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro. Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich... What? Bist du nicht ein Doktor? Siehst du nicht, was ich bin? Ich würde sagen, wir spielen einen Kerl. Ein Junge? Ein Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo? Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Du liest meine Gedanken und du hörst mit deutlicher Klarheit den Namen. Leonardo! Leonardo is back! Ja! Okay, er war nie weg. Wir kennen ihn noch gar nicht. Aber Leonardo wird unser Mann sein. Mitarbeiter des Monats. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Oh, interessant. Gut, dann lasst mich mal kurz meinen Leonardo zusammenschmeißen. Oh yeah, that's the stuff, baby. So, darf ich euch vorstellen, Leonardo. Oh, das wird so ein Frauenheld, das wird der Wahnsinn. Leonardo ist bereit durchzustarten, würde ich sagen. Es wird Zeit für dich, geboren zu werden. Jawohl, hau rein. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Oh je, tut mir leid, Papa. Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Wie die Säule in meiner Hose. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Du James? Bist einfach... Catherine? James? Catherine? Irgendetwas... Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Du, wir brauchen einen Arzt, keinen Fallgeist. Wenn Sie meine Erweiterung nicht erfüllen, sieh nicht genau ins Licht, mein Sohn. Das tut in den Augen weh. Dekoration. Daran wirst du dich so unten gewöhnen. Das ein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Nein. Komm zu Papa. Nein. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht spielen. Du schaffst es. Okay, ich schaffe es. Woo!
Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Mama ist weg. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Okay, danke, Papa. La 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 la. Ich mag die Geräusche vom Ball. Er hört sich so schön gummiartig an. Geil. Oh Mann, spiele ich ein kleines Baby, aber ich könnte mich wirklich Ewigkeiten mit so einem Gummiball beschäftigen. Das ist der Hammer. So, la la la. Ich finde den Anfang von Fallout 3 sehr, sehr geil hier. Als Baby. Was haben wir denn hier? Dada. Dada, ein Dada-Buch. Stärke, es steht für Stärke. Ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. Das sind ja die Werte, die man am Anfang verteilen kann. Wahrnehmung, alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. Ausdauer, länger spielen, ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. Charisma. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Das bringt wahrscheinlich am wenigsten, weil wir haben natürlich keine Freunde. Was ist da los? Was ist hier? Intelligenz. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll mit Mathematik und Wissenschaftssachen aus. A steht für A, Beweglichkeit. Flink und geschickt, bewege mich, ohne Lärm zu machen. Und Glück, mir passieren die dauernd die tollsten Dinge. Glück. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier nehmen. Bin super intelligent, ne? Weißt du Bescheid? Ist das nicht klasse? Intelligent und ich habe mir schon mal so ein bisschen überlegt, wie wir das hier machen werden. Ich möchte Stärke lassen wir, sonst kann ich zu wenig tragen am Anfang. Wahrnehmung ist hauptsächlich dazu gut, wann du Leute auf deinem Kompass anfangen kannst zu sehen, also Feinde und so etwas. Und ich würde sagen, das Leveln dann mit am schnellsten hoch, werden wir dann einfach sehen, Intelligenz und Agility, weil ich will auf kleine Waffen sehen gehen, werdet ihr dann sehen. Ich meine, als Kind weiß ich nicht, was Waffen sind. La 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 la. Oh, sehr schwer verschlossenes Tor. Ich möchte doch nur raus. Ich möchte an den Nuka-Cola-Truck. Bitte. Bitte. Jo. Yay. Tschüss. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Ja. Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Na gut. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ja, Amata! Ich mag Amata. Amata ist toll. Aber wo ist Amata? Huch! Oh, Papa, das Licht! Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und sie überleben. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Nee. Alles Gute zum Geburtstag! Kaum zu glauben, er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Oh. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Möchte ich nicht. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Was? Ich? Großartige Party, Amata. War es das schon oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Ich mag schon die ganzen Optionen hier. Du hast mich nicht ausgetrickst, ich hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Ich bin Leonardo, ich weiß immer Bescheid.
Du bist ein Lügner. Nein. Okay, wenn du so schlau bist, was schenke ich dir zum Geburtstag? Keine Ahnung. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognack. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ohne fehlende Seiten? Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden, ob du es glaubst oder nicht. Oh. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Egal wie alt ich bin, ich wurde selbstverständlich schon mit einem Schnäuzer auf die Welt gebracht. So, wo ist es denn? Grognack, der Barbar. Oh, so ein cooles Heftchen. Guck mal hier, da mit einem Barbaren drauf. Ist das nicht toll? Wer bist du? Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ja, ne? Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Nein, nein. Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Was? Freut mich, dass dir vor allem die Musik hier gefällt. Yeah! Paul verweichlicht langsam. Achtung, ja, Paul, warum stellst du uns nicht deinen neuen besten Freund? Juhu! Andy, warte! Lecker Kuchen! Jesus! What the fuck, Mann! No. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nasenbluten. Über das Kuchen. Wie hast du mich gerade genannt? Extrem! Nette Party-Arschgesicht! Was? Jetzt hau ab, bevor ich dir auf die Tränendüse drücke. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Ey! Danke für die Einladung. Ihr seid solche Säcke, Mann. Ihr wolltet doch nur an meinen Kuchen. Na, Papa, Spaß. Die ärgern mich. Und? Du hast doch immer macht's Spaß? Ideen. Ich weiß, es leicht war es ja. Nicht, es geheim zu halten. Ich mir nicht, sie sicher wollen auch andere eine Chance, mit dem Geburtstagskind zu sprechen. Die sind so gemein. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja. Dreh dich gefälligst zu mir um, du bist so unhöflich. Ja, aber der sieht ganz schön alt aus, hallo? Natürlich, die sind alle schon etwas älter. Sie werden eben nicht mehr hergestellt. Den hier habe ich nur für dich aufgehoben. Die A-Serie ist etwas schwerer als einige der neueren Modelle, lässt dich aber nie im Stich. Man könnte eine Bombe darauf werfen und er würde immer noch funktionieren, da bin ich mir völlig sicher. Aber wenn ich ihn nie abnehme und wir eine Bombe darauf, dann... Das ist doch... Danke, Stanley, trotzdem danke. Ich werde es niemals ausprobieren. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Das ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Ansprache. Du oder ich? Eine Kinder-Baseball-Mütze, das ist natürlich sehr geil. Sofort hier, hau rein. So, Stanley. Sag mir Bescheid, falls dieser Pip-Boy dir irgendwie Schwierigkeiten macht, ja? Alles klar. So, was ist hier los? Habt ihr auch Geschenke für mich? Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Der Aufseher. Ich bin doch so charmant. Natürlich. Bilde dir nicht zu viel auf ihre Freundschaft ein, junger Mann. Was? Ich bin immer noch der Aufseher und für diese Vault und ihre Bewohner verantwortlich. Und ich bin Leonardo! Goddammit! Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Ja. Ach, sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Mrs. Palmer. Papalapap, welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Laber nicht. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Juhu, endlich! Ersatz für den Kuchen, viel besser, ey. Geht doch, geht doch. Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, was? Das die alte Lady Palmer dir gegeben hat.
Vergiss es! Ich muss es nicht teilen. Ich habe nämlich Geburtstag. Oh, pass auf hier. Siehst hungrig aus. Hat deine Mutter wieder alle Rationscoupons versoffen? Rede nicht von meiner Mutter, du kleiner Punk. Als Maul! Da bin ich sicher, Amata. Als Maul! Hätte ich auch nie gedacht. Nein! Willst du mich boxen? Oh nein! Dir viel Spaß. Hilfe! Papa! Was glaubst du, was zu tun? Papa! Lass ihn in Ruhe! Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Ach klar, keine Sorge. So, seid ihr fertig da hinten? Letzte Nacht alles repariert. Papa? So gut wie neu. Ich mach mir keine Sorgen. Bist du in Ordnung, Kleiner? Sie können alles reparieren. Er hat dir doch nicht wehgetan, oder? Aber schön, dass Sie es geschafft. Nein, aber er hat's fast gemacht. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ich schicke ihn runter. Cool, oder? Meinst du mich? Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Oh. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Okay. Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fasse es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch. Ja, ne? Eine Asslocke hier. Wie eine Asslocke. Der Penner hat versucht, mir mein Süßgebäck zu klauen. Gott, er ist wirklich ein Idiot. Naja, du kannst immer drauf zählen, dass Butch sich selbst zum Narren macht. Verstehst du? Stimmt, ja. Sauerei hier. Was ist eigentlich mit dir, Officer Gomez? Danke, dass Sie für mich eingesprungen sind. Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Das war sehr, sehr nett von Ihnen. Ja. Er hat versucht, mir mein Geburtstagsgeschenk wegzunehmen. Dieser Kleine. Ich dachte mir schon, dass er angefangen hat. Seit seiner Geburt hat er nichts als Ärger gemacht. Ich kümmere mich darum und gehe ihm aus dem Weg. Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Officer Gomez. Das hast du wirklich großartig gemacht. Hallo. Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Hallo, Beatrice. Ja, mein Papa und Amata haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Er hat meinen Pipi gesehen. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Okay, was? Danke. Haben Sie sonst noch was für mich? Hallo, ich will eine Laserpistole. Sei vernünftig. Ein Gedicht pro Geburtstag, das ist meine Regel. Oh. Wenn ich dir 2 geben würde, wäre Butch tierisch eifersüchtig. Gut so. Na, immerhin scheint sie sich Mühe gegeben zu haben und extra ein Gedicht für mich geschrieben zu haben. Weißt du, gucken wir mal kurz rein, was steht denn hier so Feines. Ein Geburtstagsgedicht. Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl, Erstickung, Verdammung, was? Kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama, Papa, bin ich tot? Nein, wiedergeboren in reinigender Fluoreszenz. Ein Gedicht erscheint, stark und männlich. Ein Vater für mich, ein Vater für alle, der über unser Leben und unsere Ewigkeit wacht. Die Härte der Disziplin, die Härte der Liebe, Gehorsam mein Erlöser. Von der Larve zur Puppe, von der Puppe zum Arbeiter. Summ, summ, einer der Stahlwabe. 10 Lügen in den 101. Endlich von Bedeutung, bis das Grau von den Wänden in die Haare und die Seele tropft. Und dann ewiger Schlaf. Der süße Schlaf der Verbrennung. Papa, die Beatrice hat mir ein komisches Gedicht gegeben. Das war echt komisch. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut. Hör auf. Das hatten wir doch schon. Papa, wo soll ich jetzt hingehen? In der Welt verpasst. Dieser liebe Junge ist wie ein Sohn. Ich werde deine Rippe leiten und ächzen. Nun geh. Jonas wartet schon auf dich. Okay. Jonas ist immer. Wo ist denn Jonas immer? Ist er in der Klinik? Nein? Papa, warum sind alle Türen verschlossen? Du hast gesagt, er war im Reaktorraum, stimmt's? Wo ist er denn? Hier unten, da stand Reaktor. Ich gehe ja so lange hier und oft hier rum. Oh, Jonas, hallo. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Aber Papa hat gesagt, dass du ein Geschenk hast, hallo? Es ist okay. Hey, entspann dich. Ich wollte dich nur ärgern. Du bist jetzt 10, da musst du nicht mehr auf den Quatsch von den Erwachsenen hören. Ja, ich bin erwachsen. Alles klar? Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Oh. Papa? Kommt, Papa. Oh, Papa ist da.
Überraschung? Warum müssen wir die hier geben? Was habt ihr vor? Bereit für eine Überraschung? Ja, sehr gerne. Was denn für eine? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Ein Raketenwerfer? Hier, ein eigenes Luftgewehr. Oh. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, nice. Was meinst du? Willst du es versuchen? Sehr gerne. Der Butch hat eh kein Springmesser verdient, ohne Witz. Was darf ich denn so umlegen, hm? Yeah! Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr, aber auch kein Spielzeug. Oh. Probieren wir es aus. An Butch? Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Na gut. Ich komme, Papa. Ich bin zur Verfügung. Kommt Jonas mit? Ich bin schon ein sehr guter Schütze. Weißt du das, Papa? Hier. Ich liebe dich, Papa. Ich liebe dich sehr. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Okay, das ist echt super. Danke. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Oh, okay. Jonas, danke. Hey, auf die Ziele schießen, okay? Das ist kein Spielzeug. Ich wollte Danke sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Na klar. Vielen Dank, Jonas. Das ist echt cool. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Okay. Dann wollen wir mal auf die Ziele, ja? Ich mache das sehr gerne. Oh nein, ich kann das gar nicht. So, bin ich gut, Papa? Gefällt dir das? Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr kriegen kannst? Einfach zielen und schießen. Das schaffst du schon. Ja, ist schon fertig. Hallo, Papa. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Sehr gerne. Ich hasse hey, Kakerlaken. Jonas, mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Junge. Ich habe dich in diese Welt gebracht. Lächeln. Den Rest kannst du dir ja vorstellen. Mit dem Gewehr im Kopf. Mein Vater muss wissen, wo sein Platz ist. So. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Oh. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Gut, wie du meinst, Papa. Ja, ich will aber eigentlich, mir geht's nicht gut, ich will das nicht machen. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzt. Was? Du schaffst Was meinst du mit Krankspieler? So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Na gut. Muss ich irgendwas wissen über den Test? Über den Ziegentest? Über den Goat? Der Generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test. GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf. Und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Nein. Verstehe ich nicht. Werden wir nie rauskommen eigentlich? Was ist denn da los? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Aber er ist doch gar nicht da. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ja, na gut.
Wir wurden alle in der Vault geboren, ja, außer die Ersten, die wahrscheinlich hierher gekommen sind. Na gut, wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Ja, ja. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Um genau zu sein, jetzt. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Na gut, auf Wiedersehen. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Sehr gut, Papa, sehr gut. Oh, schöne Figur hast du da, die nehme ich mit. Eine Vault-Tec Limited Edition Wackelpuppe. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Fertigkeit Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Nice. Sehr gut. Und darf ich einfach nochmal kurz betonen, wie geil diese Texturen aussehen hier? Wer von euch Fallout 3 im Original gespielt hat, ohne Grafikmods, wird wissen, wie das sonst aussah. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Ja. Alles klar, willst du mir noch was sagen? Morgen, Jonas. Hey, guck. Morgen, Doktor. Wie läuft's? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Welche? Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würde es einfach gerne im Auge behalten. Okay. Kein Problem. Gut. Dann können wir schon anfangen mit dem Looten. Lalala. Erstmal wohl nicht. Habe ich eigentlich noch meine super stylische und coole... Wo ist meine Cappy, die ich mit 10 Jahren bekommen habe? Ich wollte sie als Andenken weiterhin tragen. Sie war großartig. Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen. Was ist hier los? Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen. What the fuck?